Hallo, Mimi, Freunde! Willkommen zurück zum Bakugan! Perfekt! White! Guilt! Willkommen zurück zu Danganronpa! Another episode. Wir werden jetzt gleich zusammengerannt von Monokuma mit Schild. Für die, die es vergessen haben. Angerannt! Das wisst ihr. Fotzenknecht, hab ich gesagt! Ihr kennt vielleicht. Fuck! Also, kann ich das vielleicht mit ihr lösen? Hallo? Theoretisch, aber eigentlich sollst du das. Hey! He lost his shield. A long time ago. Oh fuck. Das war sogar die starke Kugel gewesen. Ja. Es nimmt nämlich immer mal große und mal eine kleine, falls ihr das nicht gemerkt habt. Ihr Deppen. Gesopp. Sorb? Wird schon gleich wieder mal eine Möglichkeit kommen, Sorb. Was gibt's nur? Geh mal vier. Geh mal vorne. Mordis Mindblowers. Ja, oder das. Sorgst du mal Mordis Mindblowers. Ihr meint's been blown countless times. Schaut euch einfach generell Rick and Morty an. You should never take things for granted. Das hast sogar Folge von uns. Was echt? You should never take things for granted? Ja. Das war. Was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ah, cool. Das können wir gleich nachschauen danach. Ja, können wir gleich nachschauen. Irgendwas war da. Ich glaube, das war eine von Sonic-Folgen, von den letzten. So, wo wir es gedacht haben, wir schaffen es, aber you should never take things for granted. Oh. For granted. Ja, aber halt richtig gesagt. Deswegen auch das dann. Ich muss jetzt wieder gegen sie. Wieso gegen sie? Okay. Du hast nicht gegen sie kämpfen müssen. Hab ich am Anfang nicht gegen sie. Nein. Achso. Stimmt, das war eine Käufer. Ja. Okay, jetzt dreht es komplett durch. Ja, aber sie muss immer bewusst. Jetzt muss ich sie spielen, oder? Ja, sie muss immer belustlos. Bewusstlos werden. Belustlos werden. Sie muss immer bewusstlos werden, damit sie in die Form wechseln kann. Deswegen hat sie ja den Zepper. Okay, wo muss ich jetzt hin eigentlich? Also wieder da zurück, oder was? Ja. Wo machst du das? Das ist ja wie bei Danganronpa, danke. Das Original Danganronpa, also 1 und 2 Danganronpa, sind im Prinzip mehr so. Weiß ich nicht. Point-and-Click-Visual-Novels. So fast Phoenix Wright-Dinger. Hey, Jungs. Du kannst übrigens RT und X. RT? Ja. Und X. Und X. Willst du was? Drückst du RT und X? Ich drück RT, aber ich glaube, es ist RT und X. Aber es schaut so aus. Warte mal. Oder LT und A. Also ja, dann A. Ist das. Das ist A. Ja, das ist das mit alle. Ist das jetzt der Friseur? Ja, das ist der Friseur. Wundervoll. Und was kommt raus? Kommt immer was anderes raus. Ja! Und dadurch stirbt er dann, ja. Ja. Logischerweise. Hey, ich würde es gerne sammeln. Lass mich nochmal umdrehen. Liegt's da? Bitte? Gut? Ja. Du würdest gerne einsammeln. Ich würde gerne einsammeln, ja. Ich würde das gerne sammeln. Aber jetzt habe ich leider keinen Scheren mehr. Jetzt bin ich nicht mehr im Fieber. Und jetzt können wir uns nochmal ein paar, oder? Fever. Dash. Du bist nicht viel schneller. Ich hätte gerne Danganronpa Ultra Despair Girls 2. Ja, Alter, das war schon geil. Weil, wenn du sagst, das andere, es wirkt nicht schlecht, aber es wirkt halt anders. Anders, ja. Ich finde den Spieltyp gut. Ja, ja, ist voll nice. Das ist voll wie Resident Evil Within. Also, beides. Voll, ja, irgendwie. Es hat voll Evil Within Style. Yeah. I like me some of the Evil Within, Freunde. Den 2 haben wir noch nicht gespielt, den könnten wir, vielleicht holen wir mal, weil der war gar nicht so teuer ist in der Zeit. Aber wir könnten, Freunde, wer von euch will Dragon Age Inquisition sein? Achso, das könnte man theoretisch wirklich. Ne, aber nach dem haben wir ja schon was vor. Okay, dann kommt das vielleicht später irgendwann. Ja, für die Restzeit. Was hast du nach dem? Heute nach dem, oder? Na, generell nach dem. Ah, okay. Ja, heute nach dem haben wir noch was vor, aber ja. Das ist für parallel. Für parallel machen. Parabel. Ich mache ein Parabel. Ja, müssen wir aufstehen.
Bringt nix. Ist das nicht mal aufstehen müssen? Nein, Mann, ich hab mir so überlegt. Na? Na, morgen ist nice. Da haben wir viel Zeit zum Aufnehmen, Freunde. Da kriegt's wieder viele gute Videos. Oder schlechte. Denn wir wissen, ja, wir wissen von Honeypop, je länger wir aufnehmen, desto besser werden die Videos. Nein, nein, irgendwann kommt wieder der Punkt. Ja, irgendwann ist dann wieder der Punkt, wo wir beide wissen, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich meine, wir erkennen den Punkt zu spät, aber bis dahin, so, sagen wir nehmen 8 Parts auf, die ersten 2 sind so lala, die letzten 2 sind so lala, aber die 6. in der Mitte, die sind bombig. Bombig, ja, bombig. Weil da kommt der Genie raus, das ist so, ja. Keine Ahnung. Das ist so ein verstecktes Genie in uns beiden, dass wir beide so nicht entfesseln. Da kommt dann eigentlich eine ganz nice Cutscene jetzt wieder mit Chetoro. Chetoro? Ja, Chetoro. Ist es nicht bei Master Bakugan? Also Chetoro, also er, also, ja klar. Keine Ahnung, wie Master Bakugan hast du den kennen nicht? Ja, der Chef von einer. Nagisa. Nagisa. Der Blauhaarige. Nein, der Chef von ihr. Ach so, du meinst Ba. Deswegen hat Bakugan. Ja, ich weiß schon. What the fuck? Bakuya. Das kann sein, ja. Hello, Demons. Ich meine, er macht die geilsten Aussagen, also. Jawohl. Das ist nicht Kotoko. Kotoko? Das ist die Rosaarige, oder? Oh, ja, yeah, stimmt, die Rosaarige. Hab ich mal noch von der vorigen Folge gemerkt. Little Ultimate Art. Das habe ich nicht ganz. Warum eigentlich Ultimate Art? Weil der andere war ja Ultimate was? Ultimate Fighter oder sowas? Sports. Ultimate Sports, genau. Achso, weil das alles Schulklasse. Ja. Achso. Achso. Ja, dann bin ich gespannt auf die Academy. Was? Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo zurückgeblieben bin, ob ich jetzt irgendwo in der Midgamer bin, aber wie kann man mal gerade zu Wasabi? Nein, nein, das ist so. Ich probiere gerade wiederkommen, aber. Da kommt nichts mehr. Der Anschluss zum Wasabi wird mal ein bisschen. Wow! Ja, ja. Ja! Hätte er gern gehasst? Ja, ich glaube ein bisschen. Ja. Explodiert. Ich hätte gerne ein Spiel mit nur Chatterer. Mhm. Boah, ist wie geil. Und du Chatterer steuerst und du bist Chatterer und du bist der Mutter. Das geht in Richtung Deadpool eigentlich. Ja, Chatterer ist so gut. Ja, er geht voll Richtung Deadpool. Der Typ ist. Wer ist verrückter, ist die Frage. Ich weiß nicht, wie verrückt man Chetoro einschätzen kann, weil er ist ja irgendwie einfach nur irgendwie geistig zurückgeblieben oder so. It would be better for Mr. Pig if he didn't find out he was about to be bacon. It doesn't change the fact that Mr. Pig is gonna die. Yeah. Also, ob er Schwein verstehen würde, wenn du ihm sagst, hey, bring die gleich um, gell? Das würde ich aber irgendwie gerne mal probieren. Schau mal, wie das Schwein reagiert. Das Schwein so. Das Schwein so.
Was wisst ihr jetzt von mir? Ich glaube, man wird sogar Bacon essen. Das heißt, ja, wenn sie eigentlich. Ja, ja, du kannst ja Schweine und also kannst Schweine und Schweine füttern. Was? Ich will gerne wissen, wer der Synchronsprecher ist. Der ist gut. Google. Find's sicher. Mir würde interessieren, ob der nu was gesprochen hat. Weil den macht das ziemlich gut. Was macht der Mann dann nu? Stell dir vor, es ist dasselbe wie von Sora. Aha. Don't worry, I hate gross. What you just said? I was worried. So I double sure. If you guys see this, you're gonna hate Tada. Ah ja, das ist auch nice. Ist das das, was er mit den Erwachsenen macht? Ja. Ach du Scheiße. Ich dachte, die haben es nur in Blasen verfrachtet und... weiß ich nicht. So this guy, I hunted him down at the shop. Oh, but I can't just stop. Making diorama, so how about it? I put a bad taste in your mouth, or maybe you guys aren't affected. Please, just... Why do you want? Because you already hate me enough? Because... Ach Gott, was willst du jetzt nur von mir? Sie sagt, sie hasst dich. Lass doch bleiben. You... And if I am, who's... Well, it doesn't really... After all... Ah ja, but Chatterer steht dabei, dislikes himself and people who won't hate him. Ah ja. Thank you for teaching me that I'm nothing but ugly. I live like filth, surrounded by filth. Inside this paradise where no adults yep. can get in the way. Ich möchte, macht jetzt einen Song draus. Rennt sie jetzt wieder weg mit dem Fernseher, oder? Einfach so, weil... Es... Ja, einfach so. Ja. Danke, Jungs. Danke, bis später. Blutgruppe 0. Aha. Wie kriegt man sowas raus? Also das haben sie hingeschrieben. Ja, das ist 6 Steppe, so ein Steckbrief. Chatterer Synchronsprecher. I'm not telling you to deal with it. Chatterer voice actor. If it's impossible to voice of Chatterer. Just a little more. Haben wir schon viele gefragt, oder was? Okay, you've already relied on me. You're right. Behind the voice actors and there's some Chatterer with plotted group. Wir haben so ein scheiß Internet. Freunde, wir kriegen bald besseres Internet. Haben wir dann eigentlich ein paar Dog-Gorkans? Vielleicht. Schauen wir mal, Freunde. Ja, Freunde, es könnte passieren, dass wir ein paar Tage kein Internet haben. Dann werde ich mich irgendwie bei euch melden, aber ja, es könnte passieren. Aber dafür haben wir dann noch besseres Internet. Das heißt, dann noch können wir dann wieder Livestreams von uns. Weil das geht dann. Weil dann. Oh, es ist ein. Es ist ein. Es eine Frau spricht Chatterer. Ach du Scheiße. Es ist. Im Japanischen ist es die. Aha. Sumire Uzeake und Michelle Ruff. Okay, she likes it rough, huh? No, it's on as rough. Ach so. Mit Doppel F und A. So wie Raphael. Ja, da können wir speichern. Wie vorhin. Ah ja, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Achso, würde ich sagen. Ja, ja, würde ich schon sagen. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Bakugan Master Trainer Battle X Championship Edition. Genau. Bis zum nächsten Mal und howdy doody. Howdy doody.